Und dann hatte ich einfach Lieder. Irelia First Pick, every time. La, nice. Da konnte ich einfach mal sowas wie Canon picken. Voll nice. Oh, nicht nochmal Dante. Ich hatte den Typen jetzt schon zweimal. Beim einen Game gewonnen, ein Game verloren, aber er hat in beiden Games extrem scared gespielt. Sonst kann man halt nicht machen. Was hat er gespielt? Er hat Graves und Viego gespielt. Weil. Du musst reinheaten, mein Freund. Nicht raus, rein. Was ist eigentlich mein Blind Pick jetzt? Ich will nicht mehr Rumble spielen. Der Champion sollte schlechter sein in diesem Patch. Aber auch nicht viel schlechter. Ich habe auch nicht wirklich Bock auf Gangplank. I guess Gwen, aber wenn ich dann gegen Jax spiele, ist auch lästig. Welche Reihenfolge skillt man beim Malphite? Kommt auf deinen Buildpuff an. Q-Max ist gut oder E-Max ist gut. Das hängt aber davon ab, ob du halt Grasp, Comet spielst und so weiter und so fort. Gibt viele Faktoren. Something. Monster, how should I feel? Creatures lie here. Wollen wir mal Camille picken? Camille ist trotzdem bad. So, Gwen ist der bessere Blind Pick. Denn Gwen ist gut gegen Camille und Jax ist auch gut gegen Camille. Aber Jax ist halt gut gegen Gwen und Camille. Bloß jetzt ist halt Gwen immer noch. Aber die werden Jax picken. Wenn wir jetzt noch einen Auto-Attack gegen Midlaner oder AD Carry picken, ist Jax einfach sehr gut dieses Spiel gegen Diana, Camille und noch einen weiteren Auto-Attacker. Besorgt er in Korea? Yep. Ich bin in Korea, deswegen ist alles auf Koreanisch an meinem Client. Deswegen ist dort die koreanische Flagge ganz links zu sehen. Oder für dich ganz rechts im Screen. Yay. Deswegen ist es auch bereits dunkel. In Deutschland sollte ja noch relativ viel Tageslicht gegenwärtig sein. Es ist ja irgendwie 12 Uhr mittags bei euch. 12.40 Uhr. Bei mir ist es 8 Uhr knapp. Die Sonne ist beinahe weg. Yay. I am Hannah's Regrets. Lol, ich dachte die ganze Zeit, du wärst in Nordkorea. Lol! Auch an der Stelle, der wievielte glaubst du bist du, der diesen Witz gebracht hat? Glaubst du bist der Erste, der Zweite? Bedenke, wir sind seit einem Monat in Korea. Vielleicht bist du actually der Erste, der diesen Witz gemacht hat. Lol! Irgendwie Ignite gegen Cassiopeia. Cassiopeia Toplane ist auf jeden Fall lästig. Sehr lästig. Kerosin. So was, wegen Legend Tenacity und Overgrowth, weil ich jetzt. Ich will einfach für Overgrowth greeden. Aber gehe ich Ignite oder TP? Das ist so eine harte Frage zu beantworten. Ich glaube, TP ist besser, oder? Hat hielt sich schon sehr viel 1v1. Ich glaube, ich gehe Ignite. Fuck it. Fuck it, fuck it. Okay, das ist jetzt. I mean, Mercs. Wir gehen Mercs. Ich habe so gegreedet in Runen, Mann. So hart. Eigentlich sollte ich jetzt konsequent sein und Dorans Blade kaufen, oder? Wenn ich schon diese Runenseite spiele mit den Summoner-Spells. Soll ich Dorans Blade gehen und einfach Level 1 Ham gehen, beziehungsweise Level 1, 2? Aber Dorans Shield Second wird ja schon sehr gut gegen Cassiopeia. Ob ich TP Ignite? TP Ignite ist nicht so geil gegen Range Champions. Gegen einige schon, gegen andere nicht. Zum Beispiel gegen Nas ist gut, aber gegen Cassiopeia, Ahri, Kai'Sa war schon sehr wertvoll. I like Flash Lots. Let the river run. So, passen wir uns mir erstmal halt Tops nimmt, ne?
Petrifying Gaze ist jetzt nicht so gefährlich, mir erstmal schlimmer. Minion 생성까지 30초 남았습니다. Wir haben sehr gutes Gank-Setup. Jedes Mal ein Free-Kill ab Level 6, wenn deiner hochkommen möchte. Generell ist Cassiopeia in der langen Lane eigentlich überhaupt nicht gut, weil sie keine Boots kaufen kann und so leicht zu ganken ist. Aber das Problem ist oftmals, wollen eure Jungler einfach nicht Top-Lane ganken. Und dann ist sie ziemlich gut als 1 gegen 1 Champion. In vielen Szenarien, ne? Depends auf, also zum Beispiel gegen Irea ist auch nicht mal schlecht, aber in der langen Lane ist es härter gegen Irea. Ich weiß gar nicht, wer Champion Top-Lane Easy 1-1 gewinnen sollte gegen Cassio. Alles relativ hart, honestly. Rein 1v1. Aber können wir das gut mit Gangster-Dub. Little one, don't want to admit there's something. What is gonna cause this pain? So let the river run. Velkos ist gut gegen Castro und hört nicht auf Top. Ja, danke, Bro. Danke, Mate. Orianna ist auch gut. Ja, und Seraph. Danke, Mate. Ja, gegen all diesen Arrest, ohne Durant's Shield, Second Wind. Der hat so schnell aufgeschmissen. Und da ist schon nicht schlecht fürs Early Game. Ich hoffe, dass ich hier eh gebettet kriege. Der Buff startet, wird hochpuffen. Meine Dana aber auch. Vielleicht haben wir Fistfight im River? Ich bin auf jeden Fall stärker. Beim Fistfight im River, Level 3, Level 4. Ja, haben wir gerade kurz eine komplette Schelle bekommen. Voll geil. Er hat auch genug Mana dafür, ne? Er hat echt genug Mana. Weil sonst war es immer gegen Cassiopeia so, ihr spielt quasi gegen ihren Mana-Bar. Mehr als gegen sie. Also gegen ihren HP, weil sie einfach umgeht, während sie Damage noch nicht macht. Aber sie ist eigentlich einfach fein. Genestart plus Presence of Mind. Not bad. Wukong hier in Camp skippt, kann er mich bereits ganken. Er macht den Full-Clear, das heißt, sie wird Level 4 sein. Wir gewinnen jeden Skirmish Topside. So wie du. Keine Frage, wir spielen Ignite auf Camille. Und Level 4 Diana gegen Wukong. Easy für sie. Also wir sogar in Baden. Sieht halt, dass Top dann noch viel stärker ist. Er ist auch ein Level von Wukong. Nehmen wir. Fuck Ari. Krieg ich eh Flash auf die. Wukong hat schon kein Flash mehr. Fokus Wukong. Wukong kein Flash. Wir gewinnen jetzt Skirmish. GG. Sauber. Ist einfach. I mean. That's exactly what I said. Wir flashen auf den blöden Wukong. Und dann peng. Triple Kill und Cassiopeia war schon kurz davor, AFK zu gehen. That's exactly what we like to see. That's just beautiful. Mal kurz auf Pinkwort warten. Ja, deswegen spiele ich ganz gerne auch einfach Flash für Skirmishes. Weil sonst ist dieser Play aber nicht möglich. Aber eigentlich ist es nicht wirklich ein Argument gegen Wukong. Es geht mehr um Cassiopeia. Ist Cassio geflasht? Sie ist auf jeden Fall nicht geflasht. Cassio, also Ari. Wukong ist geflasht. Ist Cassio geflasht? Ari auf jeden Fall nicht. Der hat den Tod akzeptiert. That strong attack on anyone. Ist jetzt wirklich over oder war das eine Hyperbel? I mean. Also natürlich ist es nicht over, aber oft bei koreanischen Mantic kann es schon sehr over sein jetzt. Aber es ist natürlich nicht komplett gewonnen, nein. Also wenn mein Team jetzt Botland Dives und gepentakillt wird, dann. What the fuck? Dann haben wir keinen ausreichenden Lead. Was passiert da unten? Aha. 3 für 2 bis jetzt. Geil, voll worth it. Guter Play. 2 für 4. Cool.
Scheiße, aber ich merke es rushen. Als nächstes. So viel angenehmere Spells zu dodgen, wenn du Movement Speed hast. Und auch wenn, ein bisschen Magic Resist hilft durchaus. 25 MR, ist nice. Ich hoffe, du bist Dropo-Steifen. Kein Counterplay für Kasso. Ich hab Ult und Reset. Actually, sie hat Counterplay. Wenn sie gut Miasma hat, kann ich nicht ulten oder ehen. Actually, sie hat Counterplay. Ist nicht ganz so free wie gegen andere Champs. Am liebsten sollte ich gar nicht ehen. Oh, Miasma ist raus. Jetzt ist free. Okay, Q gedodged. Wir sogar noch auf Silas warten, wenn wir wollen. Aber ohne Miasma ist eh schon free. Echt beautiful über Ult rüber gejumpt, aber das Ari da ist. Macht ein bisschen traurig. Aber warum ist die jetzt noch reingelaufen? Hätte einfach rauslaufen können. Hammer. Oh. Jetzt ist terrible. Aber ich hab's gut gespielt. Honestly, er kann es gewinnen. Jetzt eh hitten. My man. Okay, jetzt ist okay. 2 für 2. Not great, that's not terrible. 3.5 Röntgen. Not great, not terrible, guys. That's fine. Mach den Shutdown, 150. Ari hat 150 bekommen. Nicht so geil. Kann ich Midwave rauspushen? Wir haben jetzt keiner Bad für ihn. Cassiopeia sollte sie catchen. Oder geht Cassiopeia Topwave catchen? Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das MyBad war oder eigentlich, ob Silas da ein bisschen besser kommunizieren kann, dass Ari First Move hat. Wir haben ihn gesehen, aber ich habe nicht mitbekommen, dass Ari First Move hat und vor allem First Move mit Level 6 zu Level 5. Nochmal das wichtigste kleine Detail an der Stelle. Ja, wir werden Topwave Solo killen in einer Minute. Flash Ult. Solo kill. Safe. Trust. Das ist einfach Level 7, die Kasse, ne? Die ist nicht mal in XP behind. You can throw me to the wolves. Leader of the whole pack. Wenn Rakan gerade die Kaiser gesolo killt. Okay. Ist das ein Honeyfood-Engel für sie, oder was macht sie? Na, Sunny Shoot, sie wird nicht mit roam. Kein Item. Seid ihr scheiße mit Triforce? Ihr habt so einen schlechten Item-Path, ne? Ihr habt einfach keine Items, die ihr kaufen könnt. Mit der Vinesandra einfach Double Longsword, kauf jetzt Warhammer, du fühlst dich geil. Mit dem Item musst du einfach Hafer und X kaufen und Kindle Gym, es ist so lästig. Ich beschwere mich schon seit Triforce Rework wurde darüber. Warum? Weil das Item suckt. Vielleicht wäre es sogar ein Grund gewesen, einfach Hextrinker zu kaufen. Ah, sie hat nicht Honeyfood genommen, aber das haben wir schon davor gesehen, weil sie kein Mana, kein Leben hatte. Also nicht 100%. Wir gewinnen den Top-Light-Skirmish, wenn ich Ult habe. Ich habe Ult. Wenn ich gut spiele, kann ich ihre Ult dodgen. Wo kommt mein Ward? Er ist Top-Side. Movement Speed von Q und Mercs macht es möglich, viel leichter ihre Qs zu dodgen. Ja, wir müssen einfach nur Harold gerade covern. Wukong will entweder mich ganken oder Harold contesten. Eins von beiden. Wir machen weder noch leicht für ihn. Ah, Pike könnte Topside sein. Wir sollten nicht unbedingt kämpfen. Hoffentlich nicht den Pinkwort der Wukong. Das wäre lästig. Pinkwort ist nice. Wo ist Pike? Gleich hinter mir. Lane Gank. Ping mal, dass er versteht, dass ich Lane Ganks will. Dann kann ich mich spielen, dann können wir Counter ganken. Können wir sich nicht einfach One-Hitten und dann 5 Plates nehmen? Was soll sie machen? Sie ist ein Top-Laner. Nice Rolle, oder? Bis 5 Plates. Warum spawnst du denen so früh, du Versager? Du hast sie gerade genommen, er hat keinen Cooldown. Oh! Oh, das brauchen wir ewig, Mann. Oh, jetzt kriegen wir keine zwei Charges. Oh. Oh. Okay, das war nicht gut. Das war absolut bad. Der Gank war klasse. Vorbereitet wie ein junger König, aber wie wir da, was wir damit gemacht haben, war absolut terrible. Muss ich immer noch für die extra Wave hinten gehen. Und wir haben keinen zweiten Charge bekommen. Na, immer merkt euch das für alle jungen Jungler da draußen. Harold macht True Damage. Der Turret kriegt mehr Stacks, wenn er Plates verliert. Auf Bulwark heißt die ganze Scheiße.
Dann macht er am Ende, ist er tanky am Ende. Mit anderen Worten, der Turret wird am besten, du solltest am besten Harold spawnen, wenn der Turm so bei knapp 3 Plates ist. Weil dann machen Camille und Dana genug Damage, dass er auf 2,5 ist oder auf 2,1. Und 2 Plates 200 Leben circa und dann one-hit der Harold die Scheiße. Ah, ist eine Scheiße, Mann. So viel verloren. Das ist echt nicht geil. Und so unnötig, ne? Ist ja gerade Harold gemacht. Ist ja nicht so, als ob der ablaufen würde oder so. Einfach halt, keine Ahnung, wieso den so früh spawnt. Einfach, weil sie das nicht wusste. Korean Grandmaster, by the way. Und sie weiß sowas nicht. Kann man sich eigentlich nicht vorstellen, oder? Vielleicht einfach missklickt. Sie wollte vielleicht die Wave ulten. Ne, Ult hat sie davor auch benutzt. Jetzt bin ich halt off-Tempo, weil wir die Wave davor nicht gepusht haben. Und zweiter Charge auf den zweiten Turm, der 800 Gold wert ist, ist bekanntlich nicht gerade schlecht. Aber ist okay. Ist nicht terrible. Fürs Game ist bloß einfach Missed Potential. Ist nicht so schlimm. Hätte bloß besser sein können. Wenn es besser sein könnte, sollte man das Bessere nehmen. Nicht wahr? Sie macht gerade Blue Gromp, oder? Soll ich da nicht hart pushen? Weil sonst kriegt sie einfach die Farm komplett for free. Besteht doch Chance, dass sie intet, wenn ich die Waffe kurz nicht wirklich freeze, aber slow pushe. Ari könnte Top-Line move down, dann könnte ich hier der Inter sein. Ari Spotzeit, chillig. 95 CS, sie hat mindestens 99, wenn wir sie nicht mehr sehen. Mindestens ein Camp gefarmt, wahrscheinlich eher 103. Rubuff und Gromp. Kein Blue Buff. Keine Wölfe, nur Gromp. Keine Krabbe. Oh, wenn ich jetzt Second Q aufladen kann, kann ich sie mir Berlin. Ja, wenn sie hat mich leider gesehen. Hätte ich da eigentlich mit Second Q in ihr Gesicht springen können, hätte ich sie gekillt. Aber ich werde sie nicht einfach ulten. Ich muss Second Q hitten, dann erste Q hitten und dann ulten. Dann ist sie immer tot. Am liebsten will ich mit meiner Ult auch ihre Ult dodgen natürlich. Was nicht geht, wenn sie mich Miasma hat, aber... Bis jetzt war sie noch nicht so gut, die Cassio. Aber natürlich, wenn sie mich einfach Miasma hat, kann ich nicht ulten. Dann bin ich fucked. Wukong? Wenn Cassio nach vorne läuft, hab ich sie, ja, thanks. Also lästig. Schön gespielt. Ja, und Flash kann ich nicht. Ich hätte auch flashen müssen. Einfach nach oben. Ja, das hat sie gut gespielt. Scheiße. Das war nicht gut von mir. Ich war auch ein bisschen zu high. Als ich Vuko gesehen habe, wollte ich heimgehen. Und sie hat mich einfach Everfrosted statt mich zu Miasma, sodass ich nicht ehen konnte. Weil ich bin zwar bis hier hinten hingeeht und ich war nicht mehr im Miasma drin, aber ich war immer noch rooted von Everfrost. War schon eine Flash-Ult. Der einzige Weg, wie ich reagieren kann, ist selbst zu Flash-Ulten. And I didn't. Das ist nicht gut fürs Game, dass ich gerade gestorben bin. Ich dürfte den echt viel deswegen. Mybert. Ich muss auch nicht so 1v1 spielen, honestly. Ja, mein Team ist auch ein bisschen am Griefen. Wir haben gerade alle gegrieft. Haben wir noch ein Play hier? Double Everfrost ist halt echt scheiße. Miasma, Everfrost, Charm, Wukong, Ult. Wie soll ich jemals reindashen? Ja, gestern, das war nicht gedauert. Warum sind 4 Leute Midlane? Wo gibt es Sinn, dass 4 Leute da Midlane hitten? Das ist die Botwave. Ich hab's geintet, aber wieso sollen die Midlane sein? Ah, oh, scheiße, wir müssen fokussen. Fuck das. Das ist really, really bad. Ich bin gleich einfach 2 Level hinter Cassio, no? Wenn wir so tanky werden. Aber es ergibt einfach keinen Sinn, dass 4 Leute Mitte sind. So maximal Wukong Ahri. Aber Kaiser läuft Midlane bei der Botwave. Ah, I don't know. Wild. Aber nicht gut von mir. Aber auch eigentlich nicht gut von den Gegnern, aber dadurch, dass ich Inter macht, ist halt gut für sie. Wir sollten Drake fighten, oder? Top-Wave ist ziemlich fucked für uns. Wenn die wenigstens farmen da oben müssen, wäre das gut. Wir können sehr einfach Plays für Rakan da vorbereiten. Mein Champion funktioniert sehr gut mit den beiden. Andererseits, wenn Cassiopeia den Drake fightet, könnte ich einfach den ganzen Top-Turtle nehmen. Wäre auch nicht gerade schlecht. Na, ich werde lieber Team fighten jetzt. Ich habe zweimal gegrieft, das reicht. Den ganzen Lead verspielt. Ah, Cassiopeia wird Top-Wave farmen und actually Level 12 sein. So. What the fuck happened hier? Cassiopeia geht Top-Wave catchen. Oder?
Wer jetzt so lange wie möglich hier bleiben, kannst du versuchen zu recallen. Und dann Top-Wave laufen, I think. Ich hab einen guten Flank. Kannst du Action Reset, das ist ein guter Play. Das ist Action Reset, da baut TP rein. Aber der Flash trotzdem nicht mehr. Eigentlich kannst du jetzt 1v9, ne? Einfach Level 12. Wir sind unstoppable jetzt. Einfach ein Fehler von mir. Terrible. Aber auch viele Fehler meiner Teammates sind, um ehrlich. Aber von mir sind da die wichtigeren Fehler, weil ich die fixen kann. Fehler meiner Teammates kann ich nicht fixen, nur die meinen. Deswegen ist es Malwärts. Immer noch winnable, aber das Game ist jetzt sehr hart geworden. Was ist denn mein bester Item-Build dieses Game? Ich hab gerade jemand gewartet. Ich würde unglaublich gerne Play of Castle machen. Der Herald so gut ist, not sure. So resettet. Sollten Sideline spielen. Honestly. Einfach Ahri ganken oder Kasu ganken, nicht Ulta, einen von beiden. Immer One-Hit. Am besten eigentlich Kasu Pia. Vielleicht selbst hier. Aber die Gegner sollten nicht auf der Wave-Top dann covern. Um das 1 HP. Let's get out. Ich glaube, ich gehe Bot dann aus Base. Ich Devs Dance oder baue ich Moor aus? Ich kann eigentlich nicht ein Full-Split-Push-Bild spielen, weil ich, kein TP habe. Haben wir auch schon sehr gut. Das ist ein sehr tiefer TP-Flank. Und Cassiopeia spottet den, also. Die werden alle auf ihn kollapsen. Ah, Kalista bietet sich an, damit bezahlt, dass er fighten darf. Nice. Ich denke, wir bleiben jetzt Mitte. Warte, da war jemand. Habe ich viel zu spät realisiert. Aber glücklicherweise habe ich es noch realisiert. Ja, gut, dass ich da nicht rüber geätet bin, aber ich muss hier rausflashen. Wir haben bewusst, dass Wukong da sein muss, weil ich hatte einen Indikator auf meinem E. Aber es war halt so in von Wukong da zu sein, dass ich einfach... Ich wollte nicht abwarten und darauf warten, dass ich den Indikator sehe, bevor ich ehe. Weil es einfach keinen Sinn ergibt, dass er da ist. Weil wenn er da ist, ist er halt tot. Aber wir müssen ihn noch wirklich dafür punishen. And we did. Da ist gut. Das ist gut. Das hat auch kein TP. Top 11 bluten wir wieder Farm langfristig. Aber die gehen aber jetzt die ganze Zeit Farm da oben geblutet. Of the Deceasing. Der Team war es eigentlich ziemlich nice von zu spielen. Rakan, Diana, Camille, super gut zusammen. Es ist halt wirklich hart für mich, den Initial Engage zu finden gegen so viele Spells, nämlich Cancel, Miasma, Double Everfrost, Charm und 2 Wukong Lockups. Das ist halt wirklich ist anstrengend. Was ist hier? Man wollte aber versuchen, meinem Team zu helfen, da rein zu rotieren. I literally can't move. Ja, was soll ich machen? Ehrlich, ich hätte einfach. Mein richtiger Play ist, das hier zu pushen. Wenn Kasu mich face-checkt, dann ist es fein und ich nehme 800 Gold. Warum rutsche ich rein? Ich bin einfach dumm. Ich will zu sehr Aram spielen, wenn es einfach nicht gut ist. Ein Teil des Problems sind Korea, lol. Einfach 800 Gold, die zwei Auto-Attacks. Das sind 2 Auto-Attacks. Es gibt keinen Grund, Mitte zu laufen, wenn ich da face-checken muss. Einfach terrible.
Schlechtes Game von mir. Andere Kamel-Game war weit besser. Einfach schlechtes Game von mir. Alrighty, Castle super strong. Die Gegner könnten für den dritten Drake spielen. Glücklicherweise nur Cloud Soul. Aber auch Cloud Soul ist lästig. Kein Damage. So, Rasier Damage. Mich schön rüber gedasht. Okay. Wie keiner poppt auf. Mit nice und Quarter Kill. Ich bin zwar, spiel zwar nicht gut dieses Game, aber ich kann gut spielen, I guess. In einigen Momenten, maybe. Das ist fein. Not bad, not bad. Focus. Actually, lass mal wirklich Fokus jetzt. Ich spiele zu schlecht. Musik aus, Fokus an. Let's get it. Ach, eigentlich ist das ein Stopwatch-Engel, ne? Aber ich will Death Stand jetzt auch nicht noch weiter delayen. Bildorwa. Kasuo hat wieder Flash, I think. Mein bestes Ziel ist trotzdem Kasuo. Ari hat Stopwatch. Kaiser wäre auch gut, though. Ist sogar Kaiser besser. Weil Kaiser ist härter zu hitten als Kasuo. Ich habe auch Angst, dass den schon mit Kasuo, bin ich ehrlich. Aber unsere beiden Carries sind ja gerade Botzeit. Ich würde jetzt ungern selbst nashen wollen, ich würde bloß nicht das die nashen. Warte, Kalista Space, let's chill the fuck out. Kalista hat auch den letzten Tipp ziemlich gut gespielt. Wir haben auch die P-Advantage. Einfach Botlane gehen, der Silas. Nicht Mitte, bitte nicht. Jetzt eine Wave Sideline. Aber Kalista ist literally noch in Base, lass mich Top Wave kurz pushen. Ich kann entweder 800 Gold for free Top oder will ich kein Mitte rotieren. 800 Gold for free, 800 Gold for free, bitte. Team, just chill, lol. Okay, mein Team hat jetzt aufgehört zu chillen, aber ich habe 800 Gold bekommen. Might be really bad, honestly. Kasuo kann immer noch free hitten. Oh, jetzt ist gut. Nice, nice, nice. Eigentlich ist der richtige Call, Sideline zu nehmen und weiter zu pushen und zu warten, bis die Gegner komplett splitten. Ich bin quasi auf 3 Mann engaged und habe uns instant 4. Aber es ist nicht schlecht, rumzunehmen und rein zu rotieren. Im Allgemeinen. Wir gewinnen den Fight auch, aber es war nicht okay. Tank it home, tank it home mit Shield. Nice, gut, gut, gut. Well done, well done, well done, well done. Gut gemacht. Trotzdem war es nicht notwendig, da zu fighten. Was? Wenn die Gegner halt ein bisschen mehr nach rechts gesplittet wären, wäre es ein guter opportunistischer Play gewesen, weil ich sofort Follow-up habe. Aber zum Beispiel da, wenn ich statt Pickaxe Stopwatch kaufe, ist es ein richtig insaner Play. You know what I mean? So, ist einfach wieder gewesen, die Kacke zu kaufen. Aber das wusste ich auch. Habe ich trotzdem dafür entschieden, was einfach dumm ist. Und wenn ich in dem Mid-Game-Szenario... Weil das Ding ist, der Fight sollte das Game gewinnen. Wir kriegen Nash, Game sollte over sein. Und es könnte ein richtig cleaner Fight sein, wenn Camille das Stopwatch hat, ist das einfach ein so guter Play von mir. Was bringt mir die Pickaxe? Oder Chainvest oder Corpets, was auch immer ich hatte. Einfach bad. 450 Shutdown Gold gedroppt. Einfach nicht notwendig. Einfach schlichtweg bad. Ja, Top-Bap fühle ich nicht so sehr. Bot-Bap ist aber auch sehr dead. Generell ziemlich off-Tempo. Ja, gestern spielen wir Top-Mitte. Ja, warum wir off-Tempo sind, ist, weil Kaiser die ganze Bot-Bap rauspushen kann. Die Wave da oben ist noch ziemlich lange dead und die Mid-Wave ist jetzt auch geklärt. Mit anderen Worten, wir haben da oben nur einen Turm, für den wir spielen können, nicht einen zweiten. Und wir müssen im Endeffekt eine Menge Zeit abgeben, weil Kaiser schon die ganze Bot-Wave geklärt hat. Das ist okay, wir werden eh nicht mit Waves spielen, wir werden eh für den Fight spielen. Von daher priorisiere ich auch. Ich habe halt jetzt kein Tempo auf der Map priorisiert, sondern halt actually
actually mein Item, weil der Fighter wahrscheinlich wichtiger ist. Okay, der Typ ist fucking dead. Das war unser gesamter Nash, gell? I mean, shit. Einfach terrible. Man kann es nach vorne gelaufen und wurde einfach everfrosted Miasmat. Oh no. Im letzten Patch wäre die dreimal gestorben. In dem Patch überlebt sie. Oh yeah. Wir haben so Flash Diana Ult verloren. Das ist extrem scheiße. Und wir können verlieren, dieses Game. Es bleibt spannend. Ich habe Stopwatch auch low-key gewastet. Ja, ich habe Pike ein bisschen Gold denied, aber wie wichtig ist das wirklich? Nicht wirklich wichtig. Was ist mein bestes Item-Bild hier? Ich glaube, mein bestes Item-Bild ist GA Force of Nature. Mein Spirit Visage gibt jetzt Lifesteal von Omnivamp. Und wir haben Omnivamp. In dem Item. Aber auch nur 10%. Ja, jetzt bitte einfach Bob-Bab spielen. Affe. Oder ist das? Will jemand tot, der einen Turret einfach hittet? Ja, ich push einfach mit jetzt. Es ergibt keinen Sinn, hinzurotieren. Unsere Fights sind so bad. Vielleicht geben wir das trotzdem. Mein ganzes Team ist dead. Wir werfen das ganze Game gerade im hohen Bogen weg. Weil wir auch nicht gut zusammenspielen. Oh, scheiß Marco. Irgendwer fightet immer und stirbt immer. Der letzte gute Play war mein Engage, wo wir Nash bekommen haben. Und selbst der war scheiße, weil ich keine Stopwatch hatte. Die können sehr einfach gewinnen. Ich muss einfach nur Teamfight gewinnen. Das tun sie gerade die letzten paar Fights. Super hart zu spielen gegen deren Sonnenassist und so. Also da kein Grund, da Botlane zu irgendwas zu machen, weil die Gegner müssen sich halt entweder Midlane zeigen oder haben, kann ich Bot rotieren oder... Ich bin jetzt einfach Fun. Boah, der krasse Damage und die hat ziemlich slowed. Das ist crazy. Noch ein Camp und ich hab GA. Weil ich mit Beth. Wenn ich das Camp nimmt, ist auch okay. Aber sehr schön Pikes E gedodged, indem wir die Wand gedasht sind mit unserem eigenen E. Ah, wie teamfighten wir? 3 Stopwatches. Ich kann eigentlich nicht reingehen. Wir müssen eigentlich langsam spielen. Aber Kami kann nicht langsam spielen gegen deren Draft. Also ist ja legit nicht möglich. Gegen Miasma Double Everfrost. Ich kann nicht. Wenn ich drin bin, bin ich drin. Aber was mache ich? Warten? Dass wir front to back gewinnen? Und wir haben alle Engage Champions, also wir gehen halt rein. Diana Rakan, Camille Silas, ja. Wir werden reingehen. Da wird schon wieder jemand engaged. Alles das in Base, Leute. Engage dich für Frontline. Das Shit ist driving me a bit nuts. Was kann man Eddie carry in Base? Ich hab Zeit. Der Mitte wird einfach gecatcht. Na egal, wenn die wirklich nashen, ich bin so head in Tempo. Drum ist eh one-hit, ich bin Camille mit Triforce. Bei Nash für 2 Turrets, maybe einen Dive. Sie hat Sonja, aber es sollte uns nicht aufhalten, sie zu diven. Wir sollten sie einfach trotzdem diven.
Nein, die haben Nash reset. Ike, du bist aber so am runterrennen. Ich würde einfach raussetzen, das Game Action lost. Junge, Junge, Junge. Kann ich Top-Wave pushen? Kann die Wave Mitte nicht cutten. Sie können enden. Ja, ich... I think I should reset, right? Kaum was jetzt ein gutes Item ist, gib mir einfach QSS. Eigentlich, Top Push besser gewesen. Meine Güte, das Game. It's become a cringe-fest, aber ja, auch von mir, also. Muss mir da auch in die eigene Nase fassen. Ich bin da nicht auch wieder Top-Lane pushen sollen. Ich hab einfach zu viel Angst gehabt, dass die einfach, wenn die mich Top-Lane sehen, einfach diven würden und dann enden die. Oder Farbland, right? Ja, es wird am Ende auf den Tiefen ankommen, aber die immer noch alle Stopwatches, wenn wir wenigstens die von Kaiser bekommen könnten. Oder Banger. Wir sollten niemals mehr contesten können, das ist unser Drake. Right? Wir haben ihre Stopwatch bekommen, Leute. Seht jetzt nur GA, chillig. Holy fuck, das ist actually, das ist kinda unwinnable im 5v5. Wir müssen backdoorn. Aber Wukong. Bitte werde ich dich wieder in Mitte gecatcht zum 10. Mal. Please, I beg ya. Und bitte auf Botwave warten und Top pushen. Nobody dies. Wir brauchen einen absoluten Hero-Play gegen Cassio. Da kann ich schon wieder. Ich weiß nicht, wie oft er schon jetzt so gestorben ist. Einfach rund auf niemanden getroffen, die Diana. Ja, let's game. Oh, ihr sitzt. Er kann't ult, weil ich im Jasper bin. Sehr frustrierendes Game, so zu verlieren, aber ich habe mein Lead so weggeworfen. Ich bin selbst schuld. Also nur wie Rakan's Heben auf gleiche Art und Weise gecatcht wird, aber es ist. Ey, ich bin selbst schuld. Meine Gegner haben keinen Nash mehr. Er muss jemanden töten, sonst, wenn er resettet, ist useless. GG. Ja, wir haben recht verdient verloren, honestly. War mein schlechtestes Camel-Game so far in Korea, glaube ich. Actually, mein erstes Camel-Game war auch terrible, als ich keine Settings hatte. Das allererste Game in Korea war ein Camel-Game. Ja, scheiße. Aber ich verdiene die Niederlage. Ich habe meinen ganzen Lead verspielt, als ich gesolo-Kid wurde. Ich war so weit vorne und wurde outplayed. Ich hätte auch besser backdown können, probably. Aber es ist halt hart, ohne TP zu spielen. Und wir werden einfach auch teamfightet, weil wir permanent gecatcht werden. So, wir haben Nash und werden gecatcht. Weil mit unserem Nash haben wir einfach nichts angestellt, ne? Rakan ist in Mitte gelaufen und gestorben. Das war unser Nash. Sehr, sehr schade. Ich hätte mehr backdown sollen oder so. Oder generell mehr split pushen. Teamfights waren aber nicht mehr drin. Gegen Cassiopeia und deren Draft. Also Pia ist am lästigsten, aber auch Ahri und Wukong machen es halt super schwer für mich zu teamfighten. Schade. Schlechtes Game. Relativ verdient verloren, honestly. Ich hab's zwar nicht so hart gegrieft wie einige meiner Teammates mit Nash, aber ich hab's genug gegrieft, dass ich die Niederlage verdient habe. Also. Same shit. Same shit.